Yo Leute, willkommen zu Let's Play Demo, whatever, Tempo the Baddest Elephant Part 2. Wenn ihr fragt, wo Part 1 ist, dann ja, müsst ihr beim guten Davido, der auch hier dabei ist, auf dem Kanal vorbeigucken, denn er hat das Hallo. Spiel angezockt, ja, hallo. Er hat das Spiel angezockt, mal mit Level 1, hat sich einen einfachen Part rausgesucht und ich krieg jetzt hier die Assi-Kacke. Richtig, genau so war der Plan. Ja, weil Ich weiß ich. gar nicht, was du hast. Du hast im letzten Part das gesagt, von wegen, dass es übelst laggt. Also bei mir läuft es überflüssig, was ich jetzt so von dir sehe. Liegt wohl an meinem Internet. Ja, das könnte dezent daran liegen. Also, ich habe die Steuerung, wie gesagt, ein bisschen umgestellt, so auf die Mario-Art und Weise. Ich hoffe, das läuft jetzt ein bisschen besser als beim letzten Versuch hier. Versuche natürlich auch möglichst viel hier zu lösen, weil ich kann ja nicht hier bringen, dass David auf das Level fast 100% lösen, ich ja dann so mit so nicht mal die Hälfte mache. Richtig. Das wär nicht ganz so gut, deswegen hier mal so was sammeln. Aber bis jetzt war es ja eh nur, gab es ja eh noch keine Gegner. Hier der erste, geschenkt im Prinzip. Dann hier die komplette Zerstörung, da ein Werbeplakat, das jetzt nicht mehr reinspringen möchte, offenbar. What the fuck, aber das ist eigentlich schon ein bisschen, naja, Ich gut. weiß es nicht. Das ist ein bisschen weird. Naja, ach so, das sind Also hier, Bombenblöcke. das explodiert, das wissen wir noch. Also ich habe das bis zu einem gewissen Punkt des Level gespielt, wahrscheinlich bis kurz vor Ende, aber dann kam ein bisschen was, was ich nicht ganz so toll fand. Ah, scheiße, Aber sich. generell meintest du ja, dass du noch was klarstellen wolltest, so nach dem letzten Part. Ja, also ich habe ja in seinem Part, hat David zu mir gemeint, er hätte das Spiel sehr negativ dargestellt. Es war natürlich die Ankündigung, habe ich damals als sehr negativ empfunden. Jetzt, wenn ich es zocke, dann ist es. Ist absolut okay, würde ich sagen. Also, ist nicht so sonderlich negativ auffallen im Vergleich zu meinem Skill, der gerade echt gar nichts ist, aber das habe ich ja angekündigt, dass ich das Spiel hier. Aber Alter. bis jetzt geht's ja ziemlich gut, du hast jetzt nicht mehr so viel Health. Also, wenn du diese Passage hier überwindest, dann sollte es gehen. So, ich habe jetzt hier auch mal noch einen Zivilisten geholt. Den lasse Ich ich habe das jetzt. Level noch gar nicht gespielt bis jetzt. Er ist auf jeden Fall ein bisschen schwieriger als das erste. Ich weiß gar nicht, wie viel schwieriger es ist. Kann man jetzt, glaube ich, auch gar nicht so Wie in heißt das Level? Irgendwas mit Train, ne? Weil du hast hier gestartet. Phantom Express oder irgendwie Ja, sowas. irgendwie so. Phantoms sind ja So. anscheinend die Gegner hier. Ja, Und anscheinend die Express. Phantomarmee. Ah, Richtig. fuck. Oh. Express auf den Zug bezogen. Ja, das sollte ihn killen. Ach, und du hast noch ganz, ganz wenig Health. Ja, ich hab's gesehen. Aber ich hab hier im Spiel, wie gesagt. Ey, da ist schon wieder was Was zur durchgeflogen. Hölle, Alter? Haben sie für die Frauen auch noch was reingepackt? Richtig. Boah, ich find's ein bisschen doof, dass man da so wenig Leben aufgeladen bekommt, sondern jetzt wird man hier auch schon War bombardiert. natürlich auch vom Niveau her, also sah genauso gut aus wie die Frau am Anfang, genau. Ja, ganz So muss das. bestimmt. Also vor allem für David. Richtig. Was soll das denn jetzt heißen? Das darfst du jetzt interpretieren, was das heißen soll. Ich hab eine Freundin, deswegen Oh fuck. kannst du mir keine Vorwürfe machen. Jetzt kommt hier natürlich gleich so ein Panzer. Das ist jetzt natürlich ungeschickt. Ja klar, Betrug. Elephant Down, dann sehen wir auch mal den Todesqueen. Das war natürlich der einzige Grund, warum du hier sterben wolltest. Das war Ja. so geplant. Du wolltest das zeigen. Nämlich dieses abgefuckte Face von ihm, dass er wieder neue Erdnussbutter schluckt. Ja, Ach, wie ich glaube, gesagt. das stellt das mit dem Score da. Ich glaube, wenn man ganz viel Zeug irgendwie sammelt, dann kriegt man irgendwie neue Leben oder so. Guck mal da links, weil dieses Glas ist jetzt fast voll und wenn das voll ist. Oh, Alter, der rennt aber auch nicht immer, Ja, okay. wenn er rennen soll. Das finde ich ein bisschen scheiße. Wenn du ganz viele Erdnüsse sammelst und das Glas voll ist, dann kriegst du neues Leben. Ja, da haben wir das jetzt auch verstanden. Ja. Auf jeden Fall ein ganz nices System. Wie immer mit der Steuerung nicht zufrieden und warum? Du hast ja gemeint, irgendwie muss ich ducken für den. Ja, irgendwie, also rennen und dann runter. Also im Rennen. Ja, jetzt habe ich zwar fast für keine Leben mehr, aber egal. YOLO. Nachdem wir im letzten Part hier den übelsten Skill-Part gesehen haben, kommt jetzt natürlich der Failer in Person. Ja, Eigentlich bist du ich. ja so in beispielsweise Donkey Kong Country bist du ja eigentlich viel besser als ich so. Also du hast ja mein Tropical Freeze Let's Play so gesehen, was ja eigentlich das erste so war, was du von mir gesehen hast. Ja, das war nicht so der positive Eindruck. Böse Zumindest gesagt. spieltechnisch, ne? Also vom Ja, Let's Play an sich natürlich war perfekt. okay. Perfekt ist immer relativ, je nachdem, was man für Erwartungen von perfekt hat. Dankeschön. Nee, das ist ja ganz objektiv. Ich hasse dieses Drecks-Scheiß, ey. Und ich gehe, es war glaube ich auch ein optionaler Weg, den ich gerade gelaufen bin, deswegen weiß ich nicht, warum ich das gemacht habe. Weil du auch so skillig wie ich die 100% machen wolltest, beziehungsweise die 99. Nee, ich weiß halt echt nicht, ob der andere Weg optional ist oder der hier. Das Problem ist mit der Dash-Attack, da komme ich irgendwie noch nicht ganz klar, weil er die dann nicht immer macht. Zum Beispiel jetzt muss ich den nochmal neu drücken, warum auch immer. Alter, Okay, die lauf jetzt. Zivilisten bleiben auf jeden Fall nicht gesaved. Ja, das ist klar.
Das ist so Donkey Kong Country Style. Wieso, die Puzzleteile bleiben ja gesaved, nur. Ja, die KNGs aber nicht. Okay, das ist tatsächlich ja der Opt. Der. Generell haben wir im letzten Part angesprochen, dass das Ganze ein bisschen an Rambi aus DKC angelehnt ist. Ja, ganz dezent nur. Aber trotzdem, das heißt ja nicht, dass es kein gutes Spiel sein kann oder so. Deswegen. Die Frage, wie es hier weitergeht, ist da tatsächlich da oben anscheinend. Das hätte ich gerne, dass der hier mal dasht, so wenn ich es gerne hätte. So, perfekt. Ach so, kommen wir ins Geschäft, Tempo. Wenn Tempo. Was... Tempo. Kann ich mal ein Tempo haben? Das sage jetzt gleich schlechte Tempo-Witze. Oh, du regst dich ja in einem Affenzahn. In einem Elefantentempo. What the fuck, von was werde ich hier immer getroffen? Ich muss halt mal kurz auf. Ich muss auch aufpassen, die haben immer noch so eine kleine Explosionsrate. Zivilist, ja. Aber den hast du nicht bekommen. Ich glaube, die Gegner sind jetzt alle hier respawned, so wie ich das sehe. Jawohl, ja. So muss das. Da ist einer respawned, den du vielleicht auch nicht gekillt hast. Ich habe immer alle Gegner gekillt. Ja, aber dann war das ja doch optional, nur wegen dem Zivilist. Dann geht's ja doch da rechts weiter. Nee, warte mal kurz. Es kann auch sein, dass es hier irgendwie weitergeht. Ich bin jetzt hier vorsichtig wegen dem Typen. Hä? Ja, da rechts irgendwie, oder? Hier kann man nichts machen. Da ist auf jeden Fall eine Giga-Erdnuss. Hier, dann geht's doch unten weiter. Ich glaube, da musst du irgendwie dashen gegen diese Wand da rechts. Das kann schon sein. Hier irgendwie dagegen springen jetzt. Oh nö, ich glaube eher so. Oh, Junge. Ja, okay, haben wir die 100% gemacht. Oh, fuck, oh, fuck. Einfach springen. Genau, du kannst ja hier den Yoshi-Jump machen. Ja. Wie ich ihn immer so gerne nenne. Ja, bis jetzt hast du auch alle Zivilisten. Der schreit wie so ein kleines Kitty, ey. Also generell zur Musik muss ich sagen, die ich mir gleich beim ersten Trailer, ist mir positiv aufgefallen. Die hat mir wirklich gut gefallen, die Musik. Die war echt, also ich war überrascht. Nein, natürlich nicht, also überrascht jetzt negativ ausgedrückt, aber die hat mir wirklich gefallen, die ist ein bisschen fanfarenmäßig so. Und ja, doch, kann man machen. Oder kann man sich geben. Jo, generell auch die Grafik so gefällt mir. Hast du jetzt quasi immer noch auf normal oder hast du auf high gestellt? Ich glaube, also wenn sie nicht zurückgestellt haben, ist die auf high noch. Ist noch high. Sage schon wieder schlechte Wortwitze. Unfassbar, gell? Da ist ein High. Wo? Achso, High war jetzt eher auf so einen Zustand, auf so einen körperlichen Zustand bezogen. Oder auf die Begrüßung und so, das geht auch. So, gehen wir mal hier rein. Das ist nämlich auch noch was für die 100%, aber... Ja, komm, jetzt sind wir schon dabei hier am... Aber das Level ist auch länger, habe ich das Gefühl. Wobei, nee, das erste war auch lang. Ja, das ist... Die einzige, hier nur schlechter an. Das ist egal. Ich stelle mich hier nur schlechter an, das ist das Problem. Oh, jetzt laggt's auch gerade ein bisschen. Irgendwo hast du den Zivilist übersehen, aber das ist ja auch wurscht. Lol, bin jetzt runtergeflogen? Lol. Muss ich nicht den Scheiß alles nochmal machen, oder? Dann können sie mich nicht mal machen. Nee, du hattest gerade vorhin, glaub, erst einen Checkpoint. Ja, das schon. Da war ein Checkpoint, aber ich frage mich, ob ich jetzt dann nochmal da hoch muss. Wo hoch? Zum Zivilisten? Ja. Ja. Das auf jeden Fall, wenn du ihn haben willst. Aber ich fast haben gezeigt, ohne Scheiß jetzt. Du hast eher einen verpasst davor. Nee, hab ich nicht. Doch. Das war der siebte oder der achte, du hast einen verpasst, ich hab's gesehen oben. Ja, rechts. Okay, dann habe ich einen verpasst. Jetzt hast du zwei nicht, also ist ja auch scheißegal. Das ist mir scheißegal. Und das ist hier ein Bossfight, nicht? Jetzt müssen wir mit meiner Strategie überlegen. Was ist für eine? Das ist ein Bossfight, den müssen wir offenbar hier zurückdrängen. Roboter. Und dann immer hier hinten ihn treffen. Wow. Ich bin gesprungen! Beschiss! Betrug. Alter, mach das, was ich dir befehle, lieber Tempo. Tempo, whatever. Ah, das war ja auch der erste Gegend. Ah, ne, warte mal, der ist schon down. Ah, ist der down? Nur drei, war das nur drei Treffer? Ja, das waren drei Treffer. Was okay, aber wir können eigentlich froh darüber sein, weil du warst ja auch fast down. Ja, eben. Okay, und da ist auch der 10. Zivilist. Heißt das Level ist vorbei? Jo, hoffe ich. Nein, hoffe ich nicht, aber denke ich, ja. Ja, doch, weil die Statue war vorhin auch am okay, Ende. Okay, war mühevoll, aber ging im Endeffekt eigentlich, fand ich. Auch jetzt nicht so lang. Ja. Aber wirst du jetzt irgendwas machen oder war das jetzt schon der ganze Part? Es war wahrscheinlich mit 10 Minuten schon der ganze Part. Mal gucken. Oh. Wir können ja noch sagen, so Review, Empfehlung, was weiß ich was. Thanks for playing, bye now, ja, vielleicht. Ja, ich möchte noch ganz kurz eine kleine Sache erzählen. Dieses Spiel gibt's auf Steam, also für PC und für PlayStation und Xbox One. Ich weiß nicht genau, ob die da schon released sind oder wie das aussieht. Die können ja nochmal die coole Musik laufen lassen, weil die finde ich echt gelungen. Was wollte ich sagen und nicht lügen? Genau, erscheint für PlayStation 4 und Xbox One. Begründung.
Das ist jetzt wieder ein bisschen Hate gegen das Spiel, aber das Spiel gründet der Hate. Begründung, ja, also ich habe einfach mal hier das Logo, das ist designt, was wir gerade eben gesehen haben, da unten mal PS4 und Xbox One draufgeschrieben. Uns hat einfach so gepasst, dann haben wir es so gelassen. Okay, David ist sprachlos von der Begründung, würde ich sagen. Was? Sie haben einfach unten auf das Plakat, hat der Entwickler drauf, hat der Chefentwickler draufgeschrieben, PS4, Xbox One und Steam. Und so hat es gepasst und haben es dabei gelassen. Habe ich nicht gesehen. Ja, ich war, er hat mal auch nur, habe ich auch nur gehört damals, als es angekündigt worden ist für eben die drei Konsolen, nicht für die U. Was ja schon wieder ein bisschen typisch ist, aber naja. Was vor allem mich bei Game Freak ein bisschen wundert und bei Sega ja eigentlich auch, weil die sind ja schon, bringen ja regelmäßig Spiele auf Nintendo-Konsolen. Ja, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Na egal, wie gesagt, ich würde es mir nicht kaufen. Man kann es natürlich. Man kann es mitnehmen, aber ich finde, ich glaube, es kostet 13 Euro. Da gibt es bessere Jump'n'Runs, die ich auch bald empfehlen werde. Ein bestimmtes? Ja, natürlich ein bestimmtes. Generell mit mir war das die. Von mir aus war das die erste Erfahrung so mit Steam, weil ich habe mir jetzt ihm zuliebe meinen alten Steam-Account, den ich mir schon mal irgendwann grundlos eingerichtet habe. Weil ich wollte irgendwann mal Castle Crasher spielen, aber ja, also LP mit anderen, aber ich habe das dann irgendwie gelassen. Und dann kann ich auch mein Passwort nicht mehr, hab mir jetzt ihm zuliebe hier so Passwort vergessen und so. Okay. Und hab mir jetzt die Demo geholt. Und tatsächlich hat es mir ziemlich gut gefallen. Das heißt, vielleicht tue ich in naher Zukunft auch ein bisschen, wunderschöner Satz. Ja. Vielleicht hole ich mir in Zukunft auch ein paar Spiele oder andere Demos oder was weiß ich. Oder setze mich ein bisschen so mit dieser Plattform mehr auseinander. Aber mir persönlich hat das Spiel jetzt auf jeden Fall, also die Demo schon mal ziemlich gut gefallen für die Demo. Jo. Okay, also dann in dem Sinn, wie ich sagen, beenden wir auch ein Part. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, bei dir fürs Dabeisein, fürs gemeinsame Zocken sozusagen. Jetzt muss ich natürlich auch das Schlusswort machen, ne? Weil, ja, muss ich machen. Okay. Am besten auch so abgehackt wie ich. Ja, bist du so, also bist du fertig mit deinem... Ich bin fertig. Okay. Tschüss!